Begrüße das Gemüse, willkommen zur Karriere des Wartberg hier in FIFA 20. Ja, das das letzte Spiel vor der Winterpause. Und ja, wir sehen es. Es sind 13 Punkte, die wir hinter Salzburg sind. Salzburg alle Spiele bis jetzt gewonnen. Alle 18 Spiele. Unglaublich. Ja, wer es gesehen hat, mein Kanal wurde vorgestellt und zwar bei Kernöl Mediziner. Danke dafür. Hat mir sehr gut gefallen. Jetzt bin ich aus Dings gekommen. Ja, hat mir sehr gut gefallen, war eine tolle Kanalvorstellung. Hoffe, ihr habt es gesehen. Und ja, wäre cool, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Wenn euch dieses Video gefällt, ein Like auch noch. Ja. Und danke dafür, lieber Kernel Mediziner. Richtig, richtig nice. So, jetzt zurück zum Spiel. Tadic. Christian Klemm mit dem Schuss, aber Durakovic steht hier im Tor. Er hält diesen Schuss. Ja, Wolfsburg, da hätte ein höherer Sieg drinnen sein können müssen. Aber Castells, der Torhüter der Wolfsburger, hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Trotzdem Sieg gegen Wolfsburg. Und wir stehen im Achtelfinale. Ja, Coronavirus-Krise momentan in aller Munde. Auch ich bin zu Hause, zumindest mal bis Montag. Dann sehen wird die Firma weitersehen, wie es weitergeht. Ja, Bundesliga pausiert bis Mai, aber nicht hier. Hier geht es mit der Bundesliga weiter. Hier kommt der Coronavirus nicht an. Hier wird frisch und munter weiter unterhalten, aber... Ja, Alltag, warum sind die so stark? Kann nichts ausrichten. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt da kaum. Und 1:0. Friesenbichler macht das Tor. War gut herausgespielt. Stadler hier. Toller Pass und Drakovic ohne Chance. Und Friesenbichler trifft nach langer Zeit wieder mal. Viertes Tor erst. Er hat in den ersten Spielen gleich mal getroffen und dann war es aber schon wieder vorbei. Jetzt da hoffentlich läuft es wieder für ihn. Bei Tadic war es auch so. Oh. Wow, Svete, schöne Parade. Ja, natürlich muss man auch mal wegen der Krise jetzt, die wir haben, einen Dank an alle, die in den Dienstleistungen arbeiten, Lebensmittelgeschäfte, Drogeriemärkte. Ein ganz großes Dankeschön, muss man echt sagen, damit wir versorgt sind, damit wir etwas zu essen haben. Und Tor, 2:0, zählt, jawohl, Friesenbichler, Doppelpack. Schönes Tor,
Gut gespielt von Tadic. Ah, wäre sogar noch Elfmeter gewesen, aber Vorteil lief weiter und Friesenbichler netzt ein. Doppelpack. Ja, natürlich auch an die LKW-Fahrer, die das zu den Lebensmittelhändlern bringen, Drogeriemärkten, auch an die ein großes Dankeschön, dass die in dieser schweren Zeit hier weitermachen. Ja, ich selber bin in der Autoindustrie. Wir sind 800 Leute in der Firma. Da wäre es nicht sinnvoll, hier weiter zu arbeiten. Da ist das die Gefahr in Ansteckung sehr, sehr hoch. Darum finde ich es eine gute Entscheidung, hier mal etwas Ruhe zu geben. Natürlich. Naja, die arbeiten, die wurden ja, glaube ich, sowieso getestet. Hoffe ich zumindest. Denn das wäre ja blöd, wenn die arbeiten, aber nicht getestet werden und dann plötzlich einer Corona hat und da steht es 2:1. Das wäre natürlich etwas blöd, denn dann müssten dann auch diese Geschäfte zumachen. Das wollen wir ja nicht. Ja, das zu diesem Thema. Ein großes Danke dafür. Und jetzt zurück wieder zum Fußball. TSV Abberg 1:2. Ja, Abberg, weiß nicht, in der Meisterschaft. Ich meine, wir hatten ja auch schon letzte Meisterschaft uns, glaube ich, auch nur 2 Niederlagen, aber so einen großen Punkterückstand hatten wir nicht. Den hatten wir jetzt schon. 2 Niederlagen und 3:1. Nächstes Tor, Raiko Repp trifft wieder. 3:1. Ja, der Punkterückstand ist schon sehr riesig aus Salzburg. 13 Punkte. Wird zwar halbiert, werden dann, wenn es so bleibt, 7 Punkte sein, aber das ist doch hart. Das ist doch hart. Aber es gilt noch das direkte Duell zu bestreiten gegen Salzburg. Das könnte eine Vorentscheidung sein auf den Meistertitel. Dieses Spiel im Grunddurchgang. Nicht erst in der Meistergruppe, sondern im Grunddurchgang. Boah. Und ja, Elfmeter, da will Lercher den Ball spielen und trifft den Spieler. Nussbaumer wird gefoult und gelbe Karte für Lercher. Ja, da will er zum Ball und bevor er den Ball trifft, trifft er den Spieler. So, Elfmeter. Und ja, keine Chance. 2:3. Da jubelt alleine. Ah, ja, war gut angetäuscht. Brian Mvila, auch mit seinem die Altacher schießen hier die ersten Tore gegen uns. Werden auch die letzten sein. So, Tadic. Oh, ja. Ah, Ballverlust im Mittelfeld. Dominguez, was ist? Oh, was? Was war jetzt? Ach so. Ja, echt jetzt? Meine Fresse, ey. Ja, Halbzeit.
nur noch 3:2. Eine offene und spannende Partie. Ja, wir erinnern uns zurück an die Partie gegen Austria Wien. Die war nicht gerade super. Das waren 3 Punkte, die wir verloren haben. Die hätten uns noch näher an Salzburg dran gehalten. Was? Alter, er lässt sich da echt nicht wegdrängen. Ja, abseits. Ja! Alter, er kommt, er läuft nicht mal. Schau, ich komme mir nicht mal zu wie zum Spüler. Oh, zu spät nachgedruckt. Was ist mit alter Klaus? Gut gemacht von Weise. Komm, Otto. Ah, die Passwege sind zugestellt. Ah, lecker mio. Ah, in die falsche Richtung. Oh, Alltag. Will hier den Sieg. Wollen sich vom Tabellenende absetzen. Habe ich nur einen Punkt auf den letzten. Jetzt da. Riesenbech, klar. Scheitert an. Dura, wie Duranik, Duravik, keine Ahnung. So, Wechsel bei Altach und auch Wechsel beim DSV Hartberg, Torschütze Reiko Repp. Aus dem Spiel für ihn kommt Thomas Ostrak. Und Tor! Friesenbichler! 4:2, schönes Eckballtor, Kopfballtor. Schön gemacht. Wow, schöner Kopfball, unhaltbar. Doppelpack, Friesenbichler, sehr schön. Nee, Hattrick, Entschuldigung. Hattrick, Friesenbichler, sorry. Der hatte ja nur 3 Tore. Genau, oha, was ist los? Tadic letztens mit einem Hattrick. Der Doppelpack. Ah, die spielen so grauenhaft. Ja, genau. Wenn ich das versuche mit meinem Spieler, kann es sicher sein, dass der den Ball hat. Dass der Gegner den Ball erwischt. So, nächster Wechsel bei Altach. Und was? 3:4. Alltag mit dem nächsten Treffer. Au, au, au. Das wird noch eine harte Sache. Wahnsinn. Ja, keine Chance. Kannst tun, was du willst. Alter. Puschel. Ja, das ist übrigens das zweite Tor. Oh, das wird nicht leicht.
So, jetzt vielleicht. Austrag. Flanke. Ah, Tadic. Hier gut abgedeckt. Ja, Alltag. Stehen sehr gut. Aber jetzt da. Ah, nein! Oh. Er hätte gut gepasst. Oh. Und keiner da. So, Tadic aus dem Spiel. Wen kommt jetzt? Julio Donisa. Durakovic, so heißt er. Na. Man soll sich einmal mal den Namen merken. Ja, unglaublich. Da wird wieder ab. Ein Schweinshaxen wird inzwischen da, Alter. Das ist unglaublich. Was zu dritt? Jawohl. Christian Klemm mit dem Schuss an die Latte. Wow. Fast. Der wäre schön gewesen. Aber leider nur an die Latte gehämmert und Eckball. So, Lerch aus dem Spiel. Ah, oh, Handspiel, Junge. Elfmeter, Junge, was soll das? Adler. Riesenbrickler. Dominguez. So, Nachspielzeit. So, letzten Sekunden aufgepasst, ja, halt, na und, puh, Gott sei Dank, knapper Sieg. Alltag hat das, hat uns ordentlich formulieren wir es anders. Formulieren wir es anders. Alltag hat ordentlich dagegen gehalten, sagen wir so. Aber dadurch, dass sie 2:0 in Rückstand waren, konnten sie nie ausgleichen. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Sie waren gefährlich. Aber wir noch gefährlicher. 3 Punkte. Und ja, Transferfenster öffnet sich.
Und wir gehen in die Winterpause. Sind dann noch 3 Spiele zu spielen. Und zwar gegen. Und zwar gegen Salzburg, LASK und Rapid. 3 schwere Spiele. Wobei das schwerste sein wird. Und Viertelfinale im Cup, St. Pölten. Ja, das war's von dieser Folge. Einen Daumen nach oben, lasst auch ein Abo da. Und ja, nochmal großen Dank an Kernel Mediziner für das coole Kanalvorstellungsvideo von meinem Kanal. Und auch danke an alle, die jetzt in der Corona-Krise. Oha, da laufen viele Verträge aus. Voll im Einsatz sind. Na, also. Das war's und danke fürs Zusehen. Bussi aus Bauchi, euer Lizinator.